Hey und herzlich willkommen zu The Sims 4 Legacy Challenge Part 39. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Im letzten Part ist unser Baby zur Welt gekommen und der Chap ist zu uns gezogen. Das heißt, wir haben es jetzt etwas leichter mit der Kunstgalerie, denn wir haben jetzt die Unterstützung von Chap und ich musste auch auf unserem Nachbarsgrundstück ein Häuschen bauen für unser Baby, denn wir leben ja quasi in einem Geschäft und deswegen konnte ich das Baby leider nicht mit rübernehmen. Aber ich vermute mal, in diesem Part wird das Baby dann zum Säugling oder zum Kleinkind. Ja, auf jeden Fall sind wir auch jetzt hier beim Baby-Update plus dem neuen Pack angekommen. Ich weiß jetzt nicht, welche Altersstufe nach dem Baby kommt. I don't know. Auf jeden Fall wird das Baby heute Geburtstag haben und ich freue mich schon sehr drauf. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch gleich los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Genau, hier sieht man es nochmal schön, hier lebt unser Baby und hier leben wir. Naja, okay, das werden wir auf jeden Fall noch überleben, die paar Minuten, wo das Baby jetzt noch klein ist. Okay, so, Kim, du bist noch im Krankenhaus-Outfit, sehr gut. Ich würde aber sagen, wir werden auch gleich mal rübergehen zu Chap und unserem kleinen Baby. Und Kim kann sich gleich mal wieder hier um ihre Kunst kümmern. Ihr geht es auch richtig, richtig gut, das heißt, es passt perfekt. Und die zwei Kids, Dean und Enola, was geht bei euch? Habt ihr denn irgendwie, also Pfadfinder ist sowieso nur Samstag, Sonntag und die Enola muss immer die ganze Woche zum Theater. Das ist ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall muss sie die Kreativitätsfähigkeit auf Level 4 haben und wir müssen lernen, neue Texte, indem du entweder einen Spiegel verwendest oder den Sim auswählst, nicht begonnen. Okay, so, dann machen wir das auf jeden Fall auch noch gleich mit Enola, dass sie eben da ein bisschen an ihren Fähigkeiten arbeiten und bevor ich es wieder gleich vergesse, ich habe auch hier etwas umgebaut, umgestylt. Ich habe mir Sisi-Fenster runtergeladen, dass wir hier so schöne Fensterfronten haben. Dann habe ich hier die Leinwand, die hatten wir ja schon, die habe ich vom Inventar rausgepackt und habe die hier unten hingestellt, dass wir uns vielleicht mal einen Film anschauen können. Ich muss mal gucken. Ja, der Winter hat zwar erst begonnen, aber beziehungsweise ist noch mittendrin. Aber ja, das wird auf jeden Fall schon alles werden. Dann habe ich auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen vom neuen Pack hier hingestellt. Zum Beispiel hier dieses, ich weiß gerade gar nicht, wie man das nennt, wo man halt das Baby reinlegen kann. Und ja, ein paar so Deko-Sachen. Das Kinderzimmer habe ich auch schon eingerichtet hier mit einer Wickelkommode und ein Gitterbettchen. Eine Toilette haben wir natürlich auch. Hier haben wir das Kinderbadezimmer, das habe ich auch etwas umgestaltet. Da habe ich auch die neuen Fliesen genommen und so kleine Handtücher raufgehangen, gehängt. Das Kinderzimmer habe ich noch mit etwas mehr Liebe eingerichtet. Also das ist Dienstzimmer, finde ich richtig, richtig süß. Und Enolas Zimmer ist auch so cool geworden, guck mal. Und dann habe ich mir auch eben noch Gedanken gemacht, denn wir werden ja vermutlich mit Enola weiterspielen. Also Enola wird dann die Unterschiede in der Stammbaum-Challenge beginnen. Das wird unser Startsim für diese Challenge. Ich möchte die nämlich unbedingt spielen. Mich reizt das total. Ich habe die bei der Sandra, also bei der Enzandra gesehen. Ich glaube, die spielt die im Stream. Ja, ich glaube schon, das habe ich mir auf jeden Fall angeguckt und ich finde das richtig, richtig toll. Die Regeln dazu findet ihr im Internet, also wenn ihr einfach eingebt, Sims 4, Unterschiede in der Stammbaum-Challenge, dann werdet ihr fündig. Auf jeden Fall ist der erste Sim, der die Generation startet, möchte ein Farmleben haben. Interessiert sich auf jeden Fall sehr für Pflanzen und deswegen habe ich Enola hier so ein, Ding hierhin gebaut, wo sie halt irgendwie so Pflanzen pflanzt und sich halt sehr mit dem beschäftigt und hier hat sie auch überall so Pflanzen und dass sie halt das Spaß macht, dass sie sich gerne im Garten aufhält. Wir werden dann im Sommer vielleicht auch für sie hier einen Garten anlegen, dass sie sich damit beschäftigen kann, denn eigentlich wäre es ja so bei der Unterschied in der Stammbaum-Challenge, dass die Eltern von der, mit der man dann spielt, schon eine Farm haben und die kaufen dann den Kind eine Farm und so geht es eben dann los, dass man dann alle Pflanzen pflanzen muss und so. Ja, wir machen das halt jetzt hier so, dass Enola sich einfach für Pflanzen interessiert und deswegen eben diese Challenge dann wir spielen können. Genau. Dann haben wir auch noch hier ein neues Badezimmer. Das habe ich mir auch runtergeladen. Richtig, richtig toll. Diese Badewanne sieht einfach mega einladend aus. Hier habe ich auch noch ein bisschen dekoriert. Alles schön und schick gemacht. Im Büro habe ich auch noch ein bisschen dekoriert. Und im Schlafzimmer habe ich, glaube ich, nur das Bett gewechselt.
Und ja, ich glaube, das war's dann auch, dass ihr da up to date seid, dass ich da ein bisschen ja umgestaltet habe. Ich hatte da irgendwie Lust drauf und ja, aber ich glaube, jetzt mittlerweile sind wir schon gut eingerichtet. Ich glaube, das kann jetzt mal echt alles so bleiben und wir starten jetzt los, weil ich habe jetzt schon genug gequatscht. So viel gequatscht, dass ich sogar schon wieder vergessen habe, was wir Enola auftragen müssen. Okay, sie sollte Texte lernen. Kannst du das hier machen? Neue Texte lernen. Und danach sollte sie Kreativität auf 4. Was haben wir denn hier? Auf 3. Okay, was können wir da machen, dass wir die Kreativität raufbringen? Vielleicht gehen wir halt dann so zu Dean und machen ja hier Zeichnungen. Vielleicht stelle ich auch so einen Zeichentisch noch irgendwo anders hin, denn ich glaube, Enola ist nicht gerade willkommen in Dienstzimmer, wie wir wissen. Der ist einfach, ja, der möchte einfach immer irgendwie seine Ruhe haben und der mag halt seine Schwester nicht so gerne. Ja, deswegen. Aber Dean kann auf jeden Fall mal schnell nachgucken, was er hier so noch zu erledigen hat bei seinen Abzeichen. Und danach schauen wir auf jeden Fall gleich rüber zu unseren Tyler, Baby Liney und zu Chap, ob es denen gut geht. Und dann gucken wir auch noch schnell. Ja, guck mal, hier, Samstag, hat der Tyler schon Geburtstag. Und da hat dann Enola schon Geburtstag. Oh mein Gott, da werden Enola und Dean schon zu Teenagern. Also das heißt schon, das ist schon noch eine Weile, aber es geht auf jeden Fall alles so schnell dann. Ja, so, gucken wir mal. Perfekt. Enola hat schon begonnen. Kim malt vermutlich auch hier unten ihr Bild, oder was macht sie? Naja, gucken wir gleich. Kunst und Handwerk, okay, das braucht aber Enola jetzt dann. Ich möchte eigentlich mal für ihre Tanz- oder Trainingsaktivitäten aus, um dieses Abzeichen zu verdienen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich irgendwie so ein Radio, dass Dean ein bisschen tanzen kann, ein bisschen abschaken kann. Und gute Taten. Irgendwas müssen wir aber auch noch mit hier. Führe Outdoor-Aktivitäten durch, wie Angelfrösche suchen oder grillen, aus diesen Abzeichen zu verdienen. Vielleicht kann ja Dean ein bisschen rausgehen und Frösche suchen. Ich glaube, hier habe ich ja schon mal ein paar Frösche gesehen. Oder auch nicht. Vielleicht finde ich sie ja. Ah, hier hinten, guck mal. Da kann der Dean Frösche suchen gehen und dann kann er hier etwas grillen. Nee, kann er nicht. Ist ja auch klar irgendwie, dass Kinder nicht einfach so hier alleine grillen können, aber das werden wir definitiv auch nochmal machen. Hier ist auch noch ein Frosch. Ja, perfekt. Das kann dann auf jeden Fall Dean erledigen. Und Kim, was machst eigentlich du? Nee, lass deine Tochter, die ist beschäftigt. Ah, du hast das Bild schon fertig gemalt. Okay, dann mach doch gleich noch das nächste Bild. Und das werden wir dann wieder hier hinhängen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal so viel wie möglich malen, soweit sich das mit dem Geld ausgeht. Wir haben jetzt noch 1200 Simoleons, das heißt eigentlich mehr als genug. Und dann werden wir die Kunstgalerie wieder öffnen, dass wir nicht immer ja nur 3-4 Bilder haben und dann ja wieder öffnen und dann wieder so einen Stress haben. Enola muss, glaube ich, zum Pfadfinder treffen. Kann das sein? Zur Arbeit gehen? Ja. Enola geht zur Arbeit. Mhm. Genau. Jetzt haben wir natürlich hier das nicht abgeschlossen. Ne? Da muss ich immer ein bisschen gucken. Okay, Enola geht auf jeden Fall jetzt zu ihrer Pfadfindergruppe und wir gucken jetzt gleich mal schnell nach, wie es denn Chap und den Tyler geht. Also wie gesagt, das ist halt einfach ein bisschen blöd jetzt, weil die eben im Nachbarsgrundstück sind, aber wir stellen uns einfach vor, dass die schon hier bei uns sind im Haus. Denn ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Aber wir werden uns natürlich auch um ihn etwas kümmern. Wir werden ein bisschen reden mit ihm, quatschen, lieb haben. Und ja, ich glaube, Tyler geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Den Tag heute werden wir, wie gesagt, auch noch überstehen. Und morgen hat er dann ja sowieso Geburtstag. Also hier ist alles gut, hier ist alles wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zu Kim rüber und gucken, dass wir die Kunstgalerie befüllen. Also heute wird dann einfach nochmal so ein Hustle-Tag, wo sie einfach alle an ihren Fähigkeiten arbeiten. Und kannst du bitte das malen, Frau? Das machst du. Dean, geht's dir gut? Ach Gott, hat er überhaupt einen Frosch gesucht? Nee, hat er natürlich nicht. Das muss ich jetzt nochmal drücken. Ist klar, weil ich gewechselt habe, ne? Ja, auf jeden Fall werden wir uns heute noch um das ein bisschen kümmern. Ich werde das auch ein bisschen überspringen, den heutigen Tag. Und ja, dann eben, dass wir dann morgen noch den Geburtstag feiern können, dass wir da auch noch genügend Zeit dafür haben. Enola soll auf jeden Fall hier ein paar Freundschaften schließen. Ich möchte auch, dass sie mal irgendwie jemanden kennenlernt. Beziehungsweise Dean hat ja auch nicht wirklich jemanden. Okay, die Nadine haben wir schon kennengelernt und den Leo. Oder den Leo. Leo Björksen. Den könnten wir vielleicht auch mal einladen. Vielleicht hat er den ja auch bei den Pfadfindern kennengelernt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, genau. Und übrigens, dass ich das halt auch nicht vergesse. Hey, guck mal, hier ist auch ein Pfadfinder. Wer bist denn du? Hi, Bruder.
Ich habe die Headlines aus. Der Max Villarreal. Okay, er ist auf jeden Fall auch ein Pfadfinder. Auf jeden Fall haben wir den Dean die Zahnlücke gegeben, dass wir das dann nicht vergessen, wenn er zum Teenager altert, dass wir ihm eine Zahnspange geben, dass seine Zähne zusammenwachsen. Das war auch eine sehr gute Idee, dass wir das machen. Das sind so kleine, süße Details. Ja. Die einfach das Spiel interessant machen. Auf jeden Fall hat er jetzt wieder ein Abzeichen, glaube ich, abgeschlossen. Dann haben wir jetzt hier diese zwei Frösche. Die kann ja er eigentlich züchten. Ne? Das kann ja auch so ein bisschen sein Ding sein, wenn er das mag. Dass er das immer so ein bisschen macht mit Frösche. Das passt ja auch zu Pfadfindern. Jetzt macht er ein bisschen Chaos hier. Überhaupt kein Problem. Wir gehen jetzt wieder hier zu Kim, die natürlich wieder nicht mehr malt. Und uns ruft jetzt die Sophia an oder schreibt uns, es wird Zeit, deinen Geschmackssinn zu verfeinern und deine Rezeptsammlung zu erweitern. Los, probieren wir ein paar Gerichte auf dem Gewürzmarkt aus und versuchen, die Rezepte zu erraten. Wir lehnen das jetzt ab und sagen, du, es tut mir leid, wir haben noch einiges zu tun. Vielleicht beim nächsten Mal, guck mal, es hat sich gar nichts geändert, seitdem wir hier hingezogen sind. Es sieht immer noch aus wie Sau. Ich helfe ihr mal ein bisschen. Ja, super, jetzt habe ich das Teller hier reingestellt. Kannst du das bitte auch aufräumen, wegwerfen, bitte. Oh Gott, die sind einfach ein Wahnsinn. Also vielleicht bräuchten die auch eine Haushälterin mal. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Kannst du denn hier zu deinem Mülleimer nicht? Ja doch, kann sie. Dass wir vielleicht wirklich auch mal so eine Haushälterin einstellen, denn die haben den Haushalt definitiv nicht im Griff. Okidoki, das Gemälde ist auch wieder fertig, Kim. Dann mal doch noch eines. Und zwar machen wir noch ein Landschaftsgemälde. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Und ja. Entschuldigung, wir haben geschlossen. Jetzt kommen wieder die Paparazzis, um Fotos zu machen. Haben wir offen oder ist heute Tag der offenen Tür? Nee, wir haben auf jeden Fall geschlossen. Gewinnspanne, sollen wir das mal hochstellen? Nee, ich lasse es mal auf 25%. Safety first. Denn wir wollen ja uns auch einen Mitarbeiter einstellen. Das wäre auf jeden Fall auch der Plan. Ich würde aber sagen, wir werden dann diese Bilder noch alleine verkaufen. Und wenn wir dann wirklich genügend Geld haben, dann können wir uns wen einstellen. Aber zurzeit ist es, glaube ich, noch nicht so gut, wenn wir das machen. Ja, da warten wir noch ein bisschen. Wie wäre es, wenn du vielleicht nach Hause gehst? Naja, hier gibt es gratis Essen, dann hau dir das noch rein. Und dann gehst du aber bitte nach Hause. Es ist schon spät, deine Hausaufgaben musst du, glaube ich, auch noch erledigen. Enola ist immer noch im Pfadfinder, das ist ja ein Wahnsinn. Ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen zu krass, oder? Wie lange muss sie denn? 15:30 bis 17:30? Warum ist sie jetzt immer noch weg? Es ist schon 9:30. Ah, die ist zu Hause. Ja, ist ja klar. Oh mein Gott, ich bin auch so dumm. Enola hierher bringen. Ich dachte mir schon, oh mein Gott, wie lange hat sie denn bitte ihre Pfadfinder, ihre Theatergruppe? Aber vielleicht haben sie ja heute einfach einen Auftritt gehabt und deswegen ist sie heute etwas später nach Hause gekommen. Sie wird jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen Fernsehen, um den Spaß etwas raufzubringen. Und ja, danach geht es auch schon ins Bett für die Kids. Dean kann sich auf jeden Fall, naja, nicht hinlegen, sondern du machst auch noch deine Hausaufgaben. Enola, du müsstest eigentlich auch deine Hausaufgaben noch machen, ne? Und unsere Kim hat noch ein Meisterwerk gemalt. Wie sieht's denn aus? Schaffst du noch eins? Ja. Eins geht noch, eins ist immer noch gegangen, dann geht es diesmal auch noch. Ach guck, das ist so süß, ihr Zimmer, ich liebe das. Das passt so gut zu ihr. So richtig kitschig und rosa, also so Pastellfarben. I love it. Richtig sweet. So, guten Morgen am Samstag um 7:45. Heute ist der Tag der Tage. Unser Tyler hat Geburtstag und das ist natürlich auch sehr perfekt, dass es heute am Samstag ist. Deswegen werden wir jetzt die ganze Familie hier rüberbringen und ja, den Geburtstag von Tyler feiern. Ich freue mich jetzt wirklich schon sehr drauf, dass wir Tyler dann hier mit rübernehmen können. Ich hoffe zumindest, dass es funktioniert, dass das geht. Falls nicht, dann ist es einfach irgendwie scheiße, ne? Dann haben wir ein kleines Problem. Nee, wir gucken uns das mal an. Ich vermute mal, es wird schon funktionieren. Okidoki, Enola stinkt. Was das Zeug hält? Ich habe jetzt hier für Chap ja auch noch ein Bett, Dusche und WC reingestellt, denn ja, daran habe ich natürlich nicht gedacht, dass er dann vielleicht sterben könnte. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall mal alle hier hin und werden den Geburtstag von unserem kleinen Tyler-Schatz feiern. Ich freue mich schon so. Komm, älter werden. Jetzt wird's. Oh, oh, oh. Oh, süß, oh mein Gott, jetzt haben wir einen Säugling. Okay, so, Tyler wird, passt auf, wir haben den Dean, der so eine harte Socke ist und sich nichts sagen lässt und auf alles pfeift. Wir haben die Enola, die engelsgleich ist, voll brav ist, alles macht, zu allem Ja sagt und ja, immer ihr Bestes gibt. Und dann machen wir den Tyler noch,
Wie machen wir den Tyler ruhig? Soll er so der ganz ruhige sein, der immer liest und sich immer gern alleine beschäftigt? Ich glaube, das passt sehr gut. Diese Sims betrachten gern ihre Umgebung, weinen weniger, werden nicht so schnell wütend und werden bei Aktivitäten nicht so schnell müde wie andere Säuglinge. Allerdings gehen sie aus eigenem Antrieb nicht besonders gerne auf Erkundungstour. Ja, das ist sehr gut, dass er so das Zimperlchen wird. Oh, cool, Baby, schau mal. Meilenstein lächelnd freigeschaltet. Nun sieh sich einer diese glückliche Geschichte an. Tyler hat zum ersten Mal gelächelt. Eine intensive Beschäftigung mit Tyler trägt dazu bei, dass er neue Wege der Kommunikation erlernt. Ach Leute. Und wir können ihn auch jetzt steuern. Sehr gut. Ach du meine Güte. Feinmotorik, Arm ausstrecken lernen, Kopf heben. Zum ersten Mal gelächelt. Kurin lernen. Oh mein Gott, es wird einfach großartig. Es wird einfach großartig. Hallo, kleine Baby. Okay. Oh Gott, was wird denn das? Oh mein Gott, das war richtig crazy. Oh nein, hör auf damit. Hört einfach beide auf damit. Oh Gott. Wir gehen natürlich jetzt gleich mal in den Create a Sim und werden natürlich den Teil ein Update, ja genau, ein Update geben. Das hat er schon bekommen. Ein Umstyle geben. Der süße Fratz. Oh mein Gott. Also ich beachte das jetzt auf jeden Fall ein bisschen, dass er halt unser ruhiger, zurückhaltender Tyler Boy wird. Sollten wir die Familiendynamik vielleicht noch einstellen? Das machen wir. Okay, so fangen wir bei Chap an. Natürlich ist er eng mit seinen Kindern, das ist ganz klar. Ich glaube, er ist eng mit Tyler und fürsorglich für Enola. Und mit Dean ist er auch fürsorglich. Warum kann ich denn mit ihr nichts einstellen? Naja, okay, vielleicht liegt es daran, weil wir eben nicht verlobt sind. Vielleicht sollten wir das auch mal machen. Vielleicht. Okay, die Kim ist gegenüber Tyler, das ist ein bisschen schwierig, denn Kim ist ja so, ne, die hat ja andere Einstellungen zu ihrem Leben oder andere Einstellungen in ihrem Leben, aber ich würde sagen, sie ist mit den Tyler fürsorglich, es ist ihr letztes Baby, also sie hat auf jeden Fall nicht vor, jetzt nochmal irgendwie ein Baby zu bekommen, denn die drei Kinder waren alle irgendwie nicht geplant. Sie freut sich natürlich trotzdem, dass sie die hat, aber sie wird schon jetzt dafür sorgen, vielleicht lässt sie sich irgendwie so unterbinden oder so, dass sie keine Babys mehr bekommen kann, denn ich glaube, sie mag jetzt wirklich keine Kinder mehr. Zu Enola, glaube ich, ist die Beziehung eng. Also ich glaube, zu Enola ist es besser auf jeden Fall als zu Dean. Ich würde sagen, wir sind auch einfach bei Dean schwierig. Sollen wir das machen? Ich weiß nicht. Wir können ja so tun, als wäre das Verhältnis zwischen Dean und Kim einfach immer ein bisschen schwierig, weil sich Dean nichts sagen lässt und einfach genau denselben Sturkopf vielleicht hat wie Kim. Das machen wir so. Okay, dann stellen wir das noch ein bei Dean. Ja, wir machen mal hier beim Tyler Spaßvögel, dass die zwei immer ja, spaßig zueinander sind. Der Dean hat halt bei Enola, ja, das ist halt auch schwierig, weil Enola möchte so gerne ihren Bruder über alles lieb haben und halt ja am liebsten beste Freunde mit ihm sein, aber Dean hat da überhaupt keinen Bock drauf, wie wir wissen. Okay, so, bei Enola machen wir das Ganze noch. Sie ist natürlich eng mit ihrem Bruder und mit Dean wäre sie eben auch gern eng, aber naja, das hat halt Dean anders entschieden. Okidoki, dann gibt es jetzt ein Umstyling für Tyler und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich glaube, ich lasse das einfach schnell durchlaufen. Okidoki, ich bin ready, Leute.
Guckt mal, wie süß der kleine Fratz ist. Also das ist auf jeden Fall eins seiner Alltagsoutfits. Das ist dann das zweite. Ich liebe alles daran. Es ist alles wunderschön. Diese Latzhose einfach nur zum Knuddeln. Das ist dann auf jeden Fall seine Abendbekleidung. Dann haben wir seine Nachtwäsche, seine Ausgekleidung, sein heißes Wetteroutfit. Oh, so sweet, oder? Und sein kaltes Wetteroutfit habe ich auch zwar erstellt, denn das ist doch auch einfach nur knuffig, oder? Okay, ich würde sagen, dann haben wir das auf jeden Fall. Können wir hier noch irgendwas einstellen? Nee. Okay, so, sehr gut. Dann, let's go. Oh mein Gott, richtig niedlich. Ach Gott, ich habe ja schon wieder voll lange aufgenommen. Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Okidoki, können wir dann jetzt alle zusammen rüber in die Kunstgalerie? Geht das? Das wäre echt toll. Hier hinreisen mit... Ja, wir können Tyler mitnehmen. Sehr gut. Okay, dann reisen wir in die Kunstgalerie. Dann kann ich jetzt auch dieses komische Haus hier wieder abreißen, das unseren Tyler gehörte. Gott, Leute. Ach Gott, jetzt hat sie... Oh Gott, ich werde sterben. Ich werde einfach sterben. Ach du meine Güte, ist das süß. Okay, so, dann sind wir jetzt hier angekommen, aber wir werden das auf jeden Fall dann beim nächsten Mal erforschen. Können wir denn jetzt hier Tyler hier absetzen, Tyler hier schlafen legen? Nee, ich möchte den Tyler hier absetzen. Das machen wir auf jeden Fall jetzt noch. Das gucken wir uns noch an. Was kann ich denn ihm jetzt schon lernen? Kann ich ihm jetzt... Okay, nee. Töpfchen und so geht nicht. Ich weiß noch nicht, was jetzt hier ja, alles dann so möglich ist. Das werden wir uns auf jeden Fall eben, wie gesagt, noch angucken. Er liegt jetzt hier in seinen Dingsdi-Bumsdi da drinnen und ist wütend. Ich will wieder hoch. Wärme und Behaglichkeit sind einfach weg. Ein Gefühl, als würde die Welt untergehen. Ach du meine Güte, das ist so niedlich. Auf jeden Fall werde ich diesen Part jetzt auf jeden Fall beenden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer freue ich mich riesig über Story-Vorschläge oder über sonstige Anregungen, Anmerkungen. Schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ja, falls euch das auch interessiert, ich habe ein Szenario begonnen, wo wir eben ausführlich das Baby-Update und das neue Pack erkunden. Ja, könnt ihr auch gerne vorbeischauen, falls euch das interessiert. Und ja, ansonsten werden wir dann im nächsten Part uns hier auch natürlich mit dem Update und mit dem neuen Pack ein bisschen beschäftigen, denn wir wollen wissen, was wir mit den Teilen alles so machen können. Aber ich habe dann natürlich auch vor, dass wir eventuell vielleicht im nächsten Part die Kunstgalerie wieder öffnen oder wir werden vielleicht uns, nee, das ist eigentlich blöd, ich wollte gerade sagen, dass eben Kim und Chap sich irgendwie eine Auszeit gönnen oder dass wir alle gemeinsam so einen Familienurlaub machen, aber ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob der Tyler dafür schon bereit ist, also ob er schon groß genug ist, denn so eine Woche oder eine Woche, sage ich, ein Wochenende nach Sulani wäre halt irgendwie auch cool. Ja, könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwelche Ideen habt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.